Im Vergleich zu Aktien sind Anleihen viel einfacher. Du weißt durch die festgeschriebenen Zinsen von vornherein, was du bekommen wirst, wie bei einem Kredit eben. Und diese Zinsen sind mittlerweile auf 5-7% geklettert. Auf der anderen Seite sind Anleihen für Privatanleger etwas komplexer als Aktien zu verstehen und haben zum Teil deutliche Unterschiede untereinander. Wenn du Anleihen in deinen Vermögensaufbau integrieren möchtest, stellt sich also die Frage, wie investierst du überhaupt sinnvoll in Anleihen? Die eine Möglichkeit ist, direkt Anleihen zu kaufen. Das erklären wir übrigens in einem der folgenden Videos. Und die andere, in Anleihe-ETFs zu investieren, die ganz viele Anleihen in sich vereinen. Und genau um diese Anleihe-ETFs geht es jetzt. Genauer gesagt, um die 4 besten Anleihe-ETFs und das daraus resultierende optimale Anleiheportfolio. Viel Spaß dabei! Ja, hi, ich bin's Matthias aus der Pfennigfabrik und in diesem kurzen und knackigen Video widmen wir uns mal den besten Anleihe-ETFs und am Ende kombinieren wir sie zu einem idealen Anleiheportfolio. Wir starten mit einem ETF für Staatsanleihen. Und zwar haben wir uns hier für einen eher kurzlaufenden Anleihe-ETF entschieden, der in Euro-Anleihen von Staaten mit einer Restlaufzeit zwischen 1-3 Jahren investiert. Genau für diese Laufzeit würden wir in Staatsanleihen investieren, quasi als Ersatz für Tagesgeld oder kurzlaufendes Festgeld. Der ETF hat eine Durchschnittslaufzeit von 1,6 Jahren und bietet eine Effektivverzinsung von 2,9%. Genauso gut könnten wir die Laufzeiten jetzt auch etwas erhöhen und dadurch die Zinsen etwas steigern, beispielsweise durch den iShares ETF mit 3-7 Jahren oder sogar mit 5-7 Jahren. Die Laufzeiten liegen dann im Schnitt bei 4,6 und 5,7 Jahren, bieten jedoch eine Verzinsung von nicht viel mehr 3% bzw. 3,1%. Das liegt daran, dass die aktuelle Zinskurve eher fallend ist und du daher mit höherer Laufzeit nicht unbedingt mehr Zinsen erhältst. Dafür hast du aber nach wie vor ein höheres Zinsrisiko, wie du an der Performance vom Jahr 2022 gesehen hast. Als die Kurse nach unten gingen, weil die Zinsen stärker erhöht wurden, als ursprünglich erwartet worden war. Aber wir würden bei längerem Anlagehorizont sowieso auch etwas mehr Risiken in Kauf nehmen, also Kreditrisiken, um die Rendite etwas zu erhöhen. Wir bleiben also bei dem kurzlaufenden Staatsanleihe-ETF und widmen uns nun den Unternehmensanleihen. Wir würden auch hier darauf achten, keine Strategien einzusetzen, nur Euro-Anleihen einzubeziehen und die Kosten etwas im Auge zu behalten. Was in unseren Augen tatsächlich im Vergleich zu Aktien hier Sinn machen könnte, ist ein ESG-Screening. Denn hier wird auch auf die Unternehmensführung geachtet, was bei Anleihen tendenziell wichtiger ist. Auch ein aktiver ETF von JP Morgan kann hier Sinn machen, da Sie darauf achten können, zu starke Klumpenrisiken zu vermeiden, denn die am höchsten verschuldeten Unternehmen müssen wir ja nicht unbedingt auch am höchsten gewichten. Hier siehst du mal 5 beispielhafte Unternehmensanleihe-ETFs dargestellt, die wir alle gut finden. Wenn wir uns aber die Performance anschauen, fällt auf, unterm Strich ist der wesentliche Treiber der Kursschwankungen weiterhin das Zinsrisiko, für das wir entschädigt werden und weniger die konkrete Auswahl der Anleihen. Das siehst du auch an der Performance und insbesondere dann, wenn wir uns die Kursverläufe dahinter ansehen. Der von uns etwas bevorzugte kürzerlaufende Unternehmensanleihe-ETF hat aktuell eine attraktive Verzinsung von ca. 3,5% und daher ähnlich wie die etwas länger laufenden. Ja, und wenn wir jetzt noch etwas mehr Zeit haben, dann können wir auch noch größere Schwankungen akzeptieren und in Hochzinsanleihen investieren. Der größte ETF in diesem Bereich ist der von iShares mit über 4 Milliarden Euro. Allerdings ist dieser mit 0,5% recht teuer und es gibt eine passende Alternative von X-Trackers mit bereits über 500 Millionen Euro, der das gleiche macht, nur eben etwas günstiger. Mit über 600 Positionen sind beide auch recht gut diversifiziert. Beide liegen knapp bei 8% Effektivverzinsung. Aber auch hier gibt es noch eine interessante Alternative von X-Trackers, die nur in kurzlaufende Hochzinsanleihen investiert, was gerade vor dem Hintergrund der nicht so guten Finanzstärke dieser Unternehmen auch gar nicht so schlecht ist. Und hier liegt die Effektivverzinsung aktuell ebenfalls bei knapp über 7%, weshalb wir uns für diesen hier entscheiden würden, auch wenn er noch relativ klein ist. Wir haben jetzt also einen europäischen Staatsanleihe-ETF, einen Unternehmensanleihe-ETF und einen Hochzinsanleihe-ETF. Damit kann man wirklich gut sein Anleiheportfolio zusammenstellen. Das Segment, welches wir bisher verschwiegen haben, ist das der Schwellenländeranleihen. Schwellenländeranleihen oder in der Branche als Emerging Market Debt, kurz EMD bezeichnet, sind Anleihen von aufstrebenden Ländern, die für ihr Wachstum Kredite oftmals in Fremdwährungen wie Euro oder US-Dollar begeben. Da hier das Währungsrisiko jedoch recht hoch ist, könnte man ETFs kaufen, die dieses Währungsrisiko absichern, sodass man wirklich nur die reinen Zinsen ohne Währungseffekte bekommt. Allerdings, klar, sind diese Absicherungen ziemlich kostspielig und fressen fairerweise einen ordentlichen Teil der Rendite auf. Es gibt eben keinen Free Lunch am Kapitalmarkt. Schwellenländeranleihen sind ehrlicherweise ein weites Feld und es kommt sehr auf deinen Geschmack an. Wenn du magst, können wir hierzu gerne mal ein separates Video oder auch ein Interview machen.
Spannend finden wir hier beispielsweise einen ETF von State Street, der ebenfalls in nicht ganz so langlaufende Anleihen investiert, aber aufgrund der Absicherungskosten mit 0,6% ziemlich teuer ist. Die Rückzahlungsrendite liegt hier bei etwas über 6%. Er ist mit 150 Millionen Euro auch noch vergleichsweise klein. Der vermeintlich größte ETF ist hier ebenfalls von iShares mit gut 2 Milliarden Euro, der eine längere Laufzeit hat und dementsprechend auch eine etwas höhere Verzinsung von etwa 7%. Für nun ein ausgewogenes, aber eher renditeorientiertes Anleiheportfolio könntest du jetzt deine Investitionssumme zu je 25% aufteilen. Bei 10.000 Euro wären das also jeweils 2.500 Euro. Da die letzten drei ETFs ausschüttend sind, würden für dieses Jahr noch ca. 200 Euro an Zinsen auf dich warten. Das Portfolio hätte Kosten von 0,26% und könnte als mittelfristiges Portfolio auf einen Zeithorizont von ca. 5 Jahren interessant sein. Oder wenn du deine Aktienquote jetzt etwas verringern möchtest, aber dein Geld auch nicht auf dem Tagesgeldkonto lassen willst. Wenn dir die Position insgesamt zu riskant beispielsweise erscheint, kannst du ja beispielsweise den Anteil der Staatsanleihen etwas erhöhen und dafür die anderen senken. Deine Meinung zu Anleihen generell und diesem Anleiheportfolio im Speziellen würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren. Hast du schon in Anleihe-ETFs investiert und welche Themen findest du hierbei spannend? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare, frag gerne alles, was du möchtest. Wir versuchen alles, um deine Fragen zu beantworten und dann freuen wir uns auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, mach's gut.